Ja, hallo allerseits, schönen Dank für die Einführung. Können Sie mich hören? Wenn nicht, dann bitte gleich brüllen hier. Ja, ich finde es eine super Idee, diese Ringvorlesung, dass die Themen sind so bunt gemischt, dass eigentlich für jeden was dabei ist und auch die Vielfalt der numerischen Methoden klar wird. Ja, klar wird. Ich möchte also ein Thema aus der theoretischen Physik vorstellen, aus der Quantenphysik, und insbesondere beschäftigen wir uns mit vielen Quantensystemen. Quantenphysik an sich ist schon etwas kompliziert und Sie können sich vorstellen, dass viele Quantenteilchen dann durchaus das nochmal etwas schwieriger machen. Ich möchte vor allem darauf hinweisen, dass das hier mit meinen Mitarbeitern zusammen entstanden ist: Tobias Dornheim, Tim Schof, Simon Groth und Alexei Filinow, die vor allem diese Monte-Carlo-Simulationen durchgeführt haben, und alle Resultate, die ich zeige, sind von Tobias, Tim und Simon. Ja, worum soll es gehen? Ich werde kurz eine Einleitung geben, wo ich ein bisschen was erzähle zu Quanteneffekten, zu Quantenvierteilchensystemen, und dann Ihnen erläutern werde, dass wir diese Systeme mit deterministischen Methoden häufig nicht beschreiben können, sehr schnell an die Grenzen kommen. Die Idee ist dann, sich zu statistischen Verfahren sozusagen zu begeben. Das sind heute im Vortrag Monte-Carlo-Verfahren, die sehr gut funktionieren. Allerdings wird es dann deutlich komplizierter, wenn man das auf Quantensysteme wieder anwendet. Da ist die Methode der Wahl die Pfadintegraldarstellung der Quantenmechanik verkoppelt mit Monte-Carlo-Verfahren. Das werde ich Ihnen erläutern und dann am Ende noch auf moderne Forschung hinweisen, wo es vor allem um fermionische Teilchen geht, sowas wie Elektronen, bei denen es fundamentale Probleme gibt in der Simulation. Ja, Computersimulationen, wie wir das letzte Mal schon sehr schön von Herrn Böhm gehört haben, sind sehr leistungsstark und aber auch sehr unterschiedlich vom Ansatz her. Es gibt sehr verschiedene Traditionen in den einzelnen Gebieten, und auch Simulationen spielen unterschiedliche Rolle. Und in der Physik denken wir mit Stolz, dass wir hier mit zu den Pionieren gehören. Physiker haben schon lange Simulationen gemacht, aus den verschiedenen Gründen. Traditionell besteht die Physik aus zwei Fachrichtungen: Experimentalphysik und theoretische Physik. Was Experimente sind, kann sich jeder vorstellen. Die Theoretiker, das ist vielleicht etwas schwieriger vorzustellen. In der Regel gehen wir aus von irgendwelchen Grundgleichungen, die wir meistens kennen, die wir exakt kennen, aber meistens nicht lösen können. Dann ist sozusagen die Idee, ja, machen wir irgendwelche Näherungen, kommen wir dann zu irgendwelchen Modellen, die dann natürlich vereinfacht sind und die man aber lösen kann. Die Frage ist natürlich, selbst wenn wir das lösen können, wie gut ist das Ergebnis dann? Sind diese Resultate gültig? Wo sind die Grenzen? Und das heißt, es gibt immer einen systematischen Fehler, der durch solche Modelle zustande kommt. Und oft ist es auch schwierig, genau abzuschätzen, wie groß denn jetzt die Genauigkeit ist. Also Beispiel für solche Modelle haben wir das letzte Mal auch schon gehört: irgendwelche Räuber-Beute-Modelle aus der Biologie zum Beispiel oder aus der chemischen Kinetik, hydrodynamische Gleichung, wo man die mittlere Dichte, Geschwindigkeit, Energiedichte ausrechnet. Das sind gut untersuchte Beispiele, allerdings tatsächlich tragen sie Modellcharakter. Und es ist jetzt so, dass in den letzten Jahren eine dritte Richtung in der Physik dazugekommen ist. Das ist seit den 80er Jahren, würde ich mal sagen, wobei es erste Bestrebungen bereits 1930 gegeben hat. Das nennen wir heute in modernem Deutsch Computational Physics. Und hier ist die Idee folgende: Wir versuchen eben nicht, die Grundgleichung der Physik zu verlassen und durch irgendwelche Zusatzannahmen zu vereinfachten Modellen zu kommen, sondern wir haben den Ehrgeiz, uns an diese Grundgleichung, die exakten Gleichungen, möglichst nah zu halten und diese nach Möglichkeit zu lösen. Das ist natürlich nicht immer möglich für die exakten Gleichungen, aber mit einem Minimum an Näherung kommt man hier durchaus weiter, wegen der leistungsfähigen Computertechnik, die wir heute haben, aber auch wegen der leistungsfähigen numerischen Methoden, die entwickelt wurden. In der Physik ist es also so, dass es eine Reihe von sehr hochspezialisierten Verfahren gibt, die die unterschiedlichen Typen von Gleichungen, die wir in der Theorie haben, lösen, die sich natürlich ein bisschen abgekoppelt haben von vielen, was in den anderen Fachrichtungen an Simulationen gemacht wird. Es gibt aber auch Verfahren, die recht allgemein sind, sowas wie Molekulardynamik oder Monte Carlo verwenden viele Fachrichtungen. Kinetische Theorie ist vielleicht etwas Spezielleres. Und dann für die Materialforschung, Elektronenstrukturuntersuchung, gibt es die Dichtefunktionaltheorie, die in der Physik entwickelt wurde und
den Nobelpreis natürlich in der Chemie bekommen hat. Alles das sind also durchaus, würde ich mal sagen, besondere Verfahren, die jetzt die Physik und vielleicht auch die Chemie kennzeichnen inzwischen. Das heißt, damit haben wir sozusagen inzwischen in der Physik drei Richtungen und hier ist die Idee sozusagen, wir machen kein reales Experiment, sondern wir machen ein Experiment auf dem Computer und das Ergebnis ist dann in der Tat so genau, dass wir das direkt mit dem Experiment vergleichen können, ohne jeden systematischen Fehler. Soweit die Idee. Das gelingt natürlich nicht immer, ne? Aber das ist das Ziel dieser Richtung. So, Sie haben gesehen, dass ich im Programm noch ein zweites Mal auftauchte. Wir hatten den Plan, dass wir aufgrund dieser, würde ich mal sagen, doch guten Erfahrung, die Physiker haben, hier noch mit einem zweiten Vortrag präsent sind. Leider hat sich kein Kollege aus meinem Institut hier gefunden, sodass das letztlich dann an mir hängen geblieben ist. Sie müssen mich dann also ein zweites Mal nochmal ertragen im Januar. Ja, Quanteneffekte. Darum soll es heute gehen. Quanteneffekte untersuchen wir oder lernen unsere Studenten in der Physik in, würde ich mal sagen, 2 bis 3 Semestern. Ich muss das Ihnen also jetzt hier in 10 Minuten kurz klar machen, worum es da geht. Das ist ein Beispiel für ein Quantenteilchen, das hier von links kommt und irgendwas ganz Komisches macht. Dieses Teilchen ist also ein Elektron. Das trifft hier auf ein Ion, das an dieser Stelle sitzt. Und wenn es ein klassisches Teilchen wäre, würde das einfach jetzt hier auf einer abgebogenen Trajektorie wegfliegen. Offenbar macht es aber was ganz anderes. Erstmal zerfasert es ganz stark. Das heißt, es verbreitet sich hier im Raum. Ein Teil des Teilchens wird auch reflektiert. Und das ist Quantenmechanik. Warum das so ist und wie man sich das vorstellen kann, das ist jetzt jedem selbst überlassen, aber das ist ein experimenteller Fakt, das können wir immer wieder untersuchen, das sehen wir in jedem, in vielen Experimenten perfekt bestätigt. Das heißt, irgendwas ist ja anders in der Quantenmechanik mit diesen Mikroteilchen. Anderes Beispiel, jetzt ändern wir die Ladung dieses Teilchens, dann sehen wir, dass das Elektron jetzt direkt durch dieses Zentrum hindurchfliegen kann. Immer noch diese Art von Interferenzen, Welleneigenschaften zeigt. Und wenn wir das Teilchen jetzt noch langsamer losfliegen lassen würden, dann würde es auch von diesem Ion eingefangen werden und dann hätten wir ein Atom. Das ist gelöst, die Lösung der Schrödinger-Gleichung. Und das zeigt Ihnen aber schon das typische Verhalten von solchen Mikroteilchen, Welleneigenschaften, räumliche Delokalisierung. Und es gibt also viele Beispiele, das will ich also jetzt nicht weiter treiben. Ein klassisches Experiment, was man aus der Wellenphysik kennt, ist dieses Doppelspaltexperiment. Teilchen können durch einen oder den linken oder den rechten Spalt gehen oder wir können auch beide Spalte öffnen. Was man also hier sieht, ist, nachdem sie durch, wenn sie durch beide Spalte gehen können, haben wir auf dem Detektor, wo die jetzt auftreffen, sowas wie so ein komisches Muster, was also jetzt so eine nicht monotone Häufigkeit andeutet. Und in der Tat, das ist jetzt ein Schema. Das experimentelle Bild sieht so aus. Das ist jetzt das Bild auf dem Detektor. Auch hier sehen Sie so eine Wellenmusterung der Intensität. Viele Teile oder hohe Wahrscheinlichkeit hier, niedrige hier. Und Sie sehen auch, wie das abhängt von der Zahl der Teilchen, die im Experiment verwendet wurden. Hier wurden 11 Teilchen verwendet. Hier waren es 200 und hier waren es 140.000 Teilchen. Das heißt, diese Interferenz entsteht erst, wenn man dieses Experiment häufig genug macht. Und ich sollte also jetzt noch dazu sagen, dass dieses Experiment hier von Tonomura und Kollegen gemacht wurde. Und das Besondere hieran war, die hatten es geschafft, ihre Vorrichtung so weit runterzukühlen, dass zu jedem Zeitpunkt in ihrem Apparat immer nur ein einzelnes Elektron drin war. Immer nur ein einzelnes Elektron. Es gab also keinerlei Wechselwirkung zwischen zwei Teilchen. Das heißt, das, was hier zu sehen ist, diese Interferenz, ist also ein reines Interferenzverhalten, das nur ein einzelnes Teilchen betrifft. Das heißt, diese Wellennatur kommt von den Eigenschaften eines einzelnen Teilchens. Und man sieht aber gleichzeitig, dass es doch irgendwie mit einem statistischen Prozess zu tun hat. Wenn wir wenige Teilchen haben, wenige Messungen anstellen, dann ist offenbar das Ergebnis völlig unvorhersagbar. Was wir vorhersagen können, ist also jetzt nur im statistischen Sinne, wo ist die größte Wahrscheinlichkeit, dass unser Elektron auftrifft auf dem Detektor und wo ist die kleinste. So, damit habe ich also schon 50% der Quantenmechanik erläutert. Fazit ist also, dass wir sozusagen im Mikrokosmos ganz anderes Verhalten beobachten. Alle Vorhersagen, die wir machen können, sind probabilistischer Natur.
Hier ist die blaue Kurve, ist die räumliche Verteilung typischerweise als Funktion der Koordinate aufgezeichnet. Und Sie sehen, dass, was wir gerade gesehen haben, das Teilchen ist also ausgedehnt. Und wir können also nicht sagen, es befindet sich mit Sicherheit an irgendeinem bestimmten Ort, wie wir das bei einem klassischen Punktteilchen machen können. Also wir können also nur die Wahrscheinlichkeit angeben, dass es sich hier oder hier befindet. Das führt also zu einer Unvorhersagbarkeit, einer Unschärfe nennt man das auch, das ist die Varianz des Ortes. Und verknüpft mit der Varianz des Impulses, die wir genauso messen können, in jedem Zustand findet man, dass es immer einen endlichen Wert gibt für dieses Unschärfeprodukt. Das heißt, eine fundamentale Begrenzung der Messgenauigkeit, die jetzt nichts mit der Güte der Apparate zu tun hat, sondern einfach mit dieser Eigenschaft, dass die Teilchen endliche Ausdehnung besitzen. Die Bewegungsgleichung für die Quantenmechanik ist auch seit langem gut bekannt. Das ist die Schrödinger-Gleichung. Hier ist eine erste Zeitableitung. Hier steht der Operator der Energie des Systems, der Hamilton-Operator, eine Gleichung erster Ordnung eigentlich in der Zeit, aber hier der Hamilton-Operator ist typischerweise zweiter Ordnung in der Koordinate, also sowas wie eine parabolische, diffusionsartige Gleichung. Die Lösung hat man schon gesehen, ist also eigentlich kein Problem, solange man ein Teilchen betrachtet. Ein Teilchen Quantenmechanik ist einfach. Leider sind die meisten Probleme bestehen aus zwei oder mehr Teilchen. Zwei Teilchen kann man auch noch lösen, aber hier sehen Sie ein Beispiel aus 19 Teilchen. Und typische Anwendungen sind natürlich für diese Quanteneffekte Festkörper oder auch chemische Verbindungen, Atome, Moleküle, Nanostrukturen, überall dort, wo man auf kleinen Skalen sich bewegt oder unser System hinreichend kalt ist, sind solche Quanteneffekte relevant. Hier ist ein Beispiel, 19 Elektronen in einem zweidimensionalen Quantenpunkt. Hier ist also ein externes Potenzial, was nach außen hin wächst, was die Teilchen zusammenhält. Jedes dieser Teilchen spürt die Coulomb-Wechselwirkung, die Coulomb-Abstoßung aller anderen Teilchen. Und diese Balance zwischen Abstoßung und diesem Einschlusspotenzial führt zu einer solchen Lokalisierung der Teilchen. Das sieht also sehr schön regelmäßig und kristallin aus. Und was jetzt passiert ist, wenn man das Ganze zusammendrückt, das heißt, wir machen das Potenzial steiler, dann beginnen diese Teilchen offenbar sich zu überlappen, zu berühren. Und wenn ich das noch weiter treibe, dann kann ich die einzelnen Teilchen gar nicht mehr unterscheiden. Das heißt, was wir hier sehen, ist eigentlich ein gegenseitiges Durchdringen der Teilchen, was klassische Teilchen gar nicht können, aber diese delokalisierten Teilchen, da sie sich so ausdehnen können, können sie auch durcheinander hindurchgehen. Das ist dann eher so etwas wie eine Flüssigkeit, was wir hier sehen, eine Quantenflüssigkeit. Und das würde man als Quantenkristall vielleicht erkennen. Ja, und wenn ich jetzt das Ganze versuche, etwas zu systematisieren, dann ist es hier mal aufgetragen, logarithmisch die Temperatur in Kelvin, die Dichte in Teilchen pro Kubikzentimeter und zur Orientierung, normale Festkörper wären ungefähr hier bei 10 hoch 23, 10 hoch 24 Teilchen pro Kubikzentimeter und bei, das wäre 1 Grad Kelvin, Raumtemperatur wäre ungefähr hier. Und alles, was man so kennt an geladenen Teilchen, ist hier mal versucht aufzutragen. Und es gibt also eine große Ebene, das geht also bis hin zu 15-facher Festkörperdichte, endet hier bei kompakten Sternen. Das, was hier gezeichnet ist, ist das Quark-Gluon-Plasma, also das Quark-System, was man an großen Beschleunigern hergestellt hat. Und das ist natürlich ein ausgeprägtes Quantensystem. Und hier gibt es eine ganz charakteristische Linie, das ist diese blaue. Und diese charakteristische Linie setzt zwei Längenskalen in Verbindung. Das ist das Verhältnis des mittleren Abstands zweier dieser Teilchen. Der ist hier relativ groß und das blaue ist die Ausdehnung. Die Teilchen sind ja ausgedehnt, diese räumliche Größe unserer Teilchen. Und hier sehen wir, hier ist die Ausdehnung klein im Vergleich zu diesem R-Quer. Das heißt, wir sind hier in einem Bereich, wo Quanteneffekte keine Rolle spielen. Die Teilchen sehen sich quasi gar nicht. Das heißt, hier gilt die klassische Physik bei hohen Temperaturen oder niedrigen Dichten. Und wenn die Teilchen sich beginnen zu berühren, dann überschreiten wir diese Linie, dann ist dieser Parameter 1 und hier beginnt die Quantenmechanik zuzuschlagen. Und wenn wir das Ganze noch weiter treiben, wenn wir sozusagen diese Überlappung, das heißt die Ausdehnung dieser Funktion, Überlappung größer werden lassen, dann erreichen wir auch wieder ein ideales Quantensystem, wo die Teilchen einander perfekt durchdringen. Ein ideales Fermi-Gas zum Beispiel. Ja, ich werde darauf nochmal zurückkommen, aber wie gesagt, das ist sozusagen ein grober Überblick über die Dichte-Temperaturebene und mit einer charakteristischen Einteilung, die man sozusagen immer im Auge haben muss, wenn man das Verhalten verstehen will.
Hier ist das Ganze nochmal etwas mit weiteren Beispielen verziert, gleiche Ebene. Und jetzt ist hier mal berücksichtigt, dass wir in einem typischen Plasma oder einem typischen Gas eben nicht nur Elektronen haben, sondern auch noch schwere Teilchen. Bei Wasserstoff wären das neben den Elektronen auch die Protonen. Dann wissen wir, dass die Quanteneigenschaften dieser Teilchen von der Masse abhängen. Das ist ungefähr die Ausdehnung unserer Teilchen, Lambda. Hier steht die Masse, das heißt, diese Ausdehnung geht mit 1 durch Wurzelmasse und dieser Entartungsparameter, der klassisches und quantenmechanisches Verhalten trennt, enthält diese Wellenlänge in der dritten Potenz im normalen Raum. Das heißt, zwischen Elektron und Proton gibt es hier einen Faktor ungefähr von 80.000. Das heißt, wenn die Elektronen bereits quantenmechanisch sind, rechts von dieser Linie, dann sind die Ionen oder Protonen noch lange klassisch und erst hier bei diesen hohen Dichten werden auch die Ionen quantenmechanisches Verhalten zeigen. Es gibt also interessante Bereiche hier, wo man sozusagen Mischung zwischen klassischen und Quantenverhalten hat. Das sind typischerweise kompakte Sterne, sowas wie braune Zwerge oder weiße Zwerge. Hier ist der Kern der Sonne eingezeichnet und je nachdem, wo man sich also jetzt hier befindet, kann man relativ gut bereits vorhersagen, welches Verhalten man in diesem astrophysikalischen oder Laborsystem erwarten kann. Ja, das ist die Schrödinger-Gleichung, jetzt für viele Teilchen aufgeschrieben. Hier steht die N-Teilchenwellenfunktion, hier steht die kinetische Energie, Summe über alle Teilchen, hier steht die Energie eines Teilchens im externen Potential und die Wechselwirkung. So, an sich sieht das sehr schön und leicht aus und in der Tat, diese Gleichung ist uns gut bekannt und sagen wir so, wir zweifeln nicht daran, dass sie gültig ist. Allerdings ist das Problem, wenn wir uns das mal anschauen, diese Funktion hängt ab von der Zeit, von der Koordinate des ersten Teilchens, des zweiten und des N-Teilchens. Das heißt, wir haben hier 3n räumliche Parameter und das zeigt schon, dass wir hier sehr schnell ans Ende kommen, wenn wir das Ganze lösen wollen. Und in der Tat ist es so, dass wir das heute vielleicht für 2 Teilchen lösen können. Exakt. Wir können die Lösung natürlich exakt aufschreiben in verschiedenen Darstellungen. Hier ist diese Lösung aufgeschrieben durch Entwicklung in einer N-Teilchen-Basis. Das will ich jetzt im Detail nicht weiter erläutern, aber wir können sozusagen mit einer solchen Basis die ganze Entwicklung auf solche Koeffizienten zurückführen. Und dann gibt es Verfahren, wo man sozusagen diese Koeffizienten versucht zu finden. Und aber auch hier, wie ich bereits gesagt habe, ist das große Problem, dass die Komplexität hier wächst exponentiell mit der Teilchenzahl. Das ist also absolut verheerend, wenn man hier exakt machen möchte. Das heißt, wir können in der Tat nur kleine Quantensysteme lösen, es sei denn, wir machen hier eine ganze Reihe von Näherungen und dann sind wir wieder bei Modellen. Okay, das ist also das Problem der Quantenmechanik. Wir sind hier also meilenweit entfernt von irgendwelchen optimalen Skalierungen oder polynomialen Skalierungen. Wir sind hier exponentiell. So, es gibt also jetzt zwei fundamental unterschiedliche Fälle. Der eine ist der stationäre Fall, wenn sich also zeitlich nichts mehr ändert. Und der andere ist der zeitabhängige Fall. Den werde ich also im zweiten Teil im Januar untersuchen. Heute ist es also alles relativ einfach. Wir lassen das System sich selbst überlassen, warten, bis es im Gleichgewicht ist und sich nichts mehr zeitlich ändert. Und dennoch ist es noch kompliziert genug. Ja, ich muss noch schnell auf die Uhr gucken. Ja, das sieht gut aus. Für solche Systeme aus vielen Teilchen kann das Ganze sehr schnell richtig schwierig werden, wenn wir also an irgendwelche makroskopischen Materialien denken, sowas wie ein Mol Kohlenstoff mit ungefähr 10 hoch 23 Teilchen, ist die Schrödinger-Gleichung nicht wirklich der realistische Ansatz. Dazu kommt, selbst wenn wir das lösen würden und alle Teilchenpositionen kennen würden, das wäre völlig überflüssig, weil sich in der Regel keiner für 10 hoch 23 Teilchenpositionen interessiert. Das, was wir messen und im Experiment beobachten können und womit wir vergleichen wollen, sind gemittelte Größen. Irgendwie das durchschnittliche Verhalten, sowas wie die Temperatur, der Druck unseres Gases, Kohlenstoff oder unseres Festkörpers, der Aggregatzustand, das sind so die typischen Größen, die wir bestimmen müssen. Und da ist es eigentlich klar, dass die individuellen Positionen keine Rolle spielen. Das legt also nahe, dass man hier vielleicht mit anderen Verfahren rangehen kann, ohne hier Physik zu verlieren. Und dann gibt es noch eine wichtige
Beobachtung, nämlich diese Ergodenhypothese, die sagt, wenn unser System sich im Gleichgewicht befindet, dann gilt in der Regel eine Äquivalenz zwischen dem zeitlichen Mittel, das heißt, wenn alle Trajektorien unserer Teilchen sich mit der Zeit irgendwie entwickeln und wir mitteln über die Zeit, kriegen wir ein Ergebnis. Und dieses Ergebnis ist in der Regel übereinstimmend mit dem Ergebnis, wenn ich einfach einen Schnappschuss dieses Systems fotografiere und mir angucke, welche Konfigurationen könnten sich jetzt bei einer wiederholten Entwicklung, bei einer dritten Entwicklung, also im Mittel über viele Realisierungen ergeben. Und diese Äquivalenz kann man natürlich ausnutzen, sodass ich eigentlich gar keine Zeitentwicklung benötige, wenn mein System im Gleichgewicht ist, sondern irgendwie einen statistischen Zugang entwickeln kann. Dabei ist das X sowas wie eine mögliche Konfiguration, wir nennen das auch Mikrozustand, und die sind in der Regel bekannt. Allerdings sind es natürlich extrem viele, sie enthalten alle Koordinaten aller Teilchen, die möglich sind. Ja, und wie machen wir das in der statistischen Physik? Wir bestimmen alle Mikrozustände, zum Beispiel durch Lösung der Schrödinger-Gleichung. Und dann ist die Frage, welcher Mikrozustand tritt mit welcher Häufigkeit auf? Das ist also eine Wahrscheinlichkeit P, und im thermodynamischen Gleichgewicht kennen wir die. Diese Wahrscheinlichkeit enthält ja die gesamte Energie unseres Systems, alle Energiebeiträge aufsummiert, in der Exponente. Hier steht die Boltzmann-Konstante und die Temperatur. Das heißt, offenbar wird die größte Wahrscheinlichkeit dann vorliegen, wenn die Energie am kleinsten ist. Die Energie ist in der Regel positiv. Können wir uns jetzt erstmal so vorstellen. Das heißt, das wird der Zustand mit der größten Wahrscheinlichkeit sein. Dieses Z normiert die Wahrscheinlichkeit auf 1, das heißt, das ist einfach die Summe über alle möglichen X, alle möglichen Konfigurationen, und diese Zustandssumme zählt mir einfach alle möglichen Realisierungen von Konfigurationen unserer 10 hoch 23 Teilchen. Ja, und wenn ich diese Zustandssumme kenne, das ist also eine ganz fundamentale Größe, auch wenn sie kompliziert ist, kann ich aus ihr eigentlich alle Observable, alle Größen, also alle Messgrößen ausrechnen. Zum Beispiel die Energie erhalte ich durch Ableiten der Zustandssumme nach Beta, und Beta wird häufig auftauchen, das ist 1 durch die Temperatur im Wesentlichen. Und ich kann den Druck ähnlich ausrechnen und ich kann alle anderen Größen ähnlich aus der Zustandssumme ausrechnen. So, wenn man diese Zustandssumme jetzt mal anschaut, dann kann ich jetzt von dieser Summe zu einem Integral übergehen, zu einer kontinuierlichen Beschreibung. Wenn wir also sehr viele Teilchen haben, dann bedeutet das, ich integriere über die Impulse aller Teilchen und die Koordinaten aller Teilchen. Allerdings ist dieses P natürlich jetzt ein 3-n-dimensionaler Vektor und das R ebenfalls. Das heißt, was hier steht, ist ein 6-n-dimensionales Integral, und das ist natürlich erstmal abschreckend. Und jetzt kommt die große Überraschung, wenn man sich also jetzt anschaut, gibt es denn überhaupt eine Chance, derartige Integrale auszurechnen? Dann lautet die Antwort überraschenderweise, ja, gibt es. Wobei ich jetzt noch einschränkend sagen muss, kein Mensch wird es hier 6 mal 10 hoch 23 dimensionale Integrale ausrechnen. Das liegt einfach daran, wenn ich mich jetzt zum Beispiel für das Verhalten von Kohlenstoff oder von Wasserstoff oder von Sauerstoff in einem bestimmten Volumen interessiere, mit einer bestimmten Dichte, dann finde ich, dass ich häufig schon mit vielleicht 10.000 Teilchen oder 100.000 Teilchen das richtige Ergebnis erhalte, wenn ich nur die richtige Dichte wähle. Das heißt, wenn ich das System kleiner mache, sodass die Dichte gleich bleibt, Teilchen pro Volumen, kann ich häufig bereits das richtige Ergebnis mit einer kleineren Teilchenzahl realisieren. Dann sind wir aber dann, sagen wir mal, bei vielleicht 100.000 Teilchen und bei einem 600.000 dimensionalen Integral. Das lässt sich machen. Okay, das Mysteriöse sind also dann diese Verfahren, die den Namen Monte-Carlo-Verfahren tragen und die natürlich in der Physik entstanden sind. Das geht also zurück auf Enrico Fermi, und das wurde also verwendet, um das Verhalten von Kernspaltungsvorgängen zu untersuchen, um zu sehen, wie thermalisieren Neutronen, wie wird eine solche Kettenreaktion ablaufen. Und man kann sich fragen, okay, 1930, was hatten die für Computer? Es gab damals schon Computer. Ja. Allerdings etwas andere Computer als heute, aber die waren bereits in der Lage, mit relativ genialen Verfahren, mit diesen Maschinen was auszurechnen. So, der nächste Schritt war dann Stanislav Ulam, der ein Verfahren vorgeschlagen hat, das auf einem Markov-Prozess beruht. Und das wurde natürlich vor allem gepusht vom Militär. Hier war es vor allem das amerikanische Kernwaffenprojekt in Los Alamos, wo man diese Verfahren entwickelt hat. Hier war auch John von Neumann beteiligt. Und ja, damit wurden eine ganze Menge gemacht. Wie wichtig das jetzt war für die Atombomben, wissen wir nicht, aber man kann davon ausgehen, dass es eine große Rolle gespielt hat.
Der große Schritt kam dann durch Metropolis. Der hat zum einen den Namen Monte Carlo Simulation geprägt. Das geht zurück auf den Onkel von Ulam, der angeblich regelmäßig das Casino in Monaco besucht hat. Und warum auch immer das dann sozusagen jetzt hier verwendet wurde, ist egal, aber der Name steht. Und im Jahr 1953 hat Metropolis mit anderen seinen entscheidenden Algorithmus veröffentlicht unter dem Titel Equation of State Calculations by Fast Computing Machines. Und das ist also ein ganz fundamentales Paper, auch wenn das jetzt keine, wenn man jetzt einmal die Zitierung zählt, die bis Ende Oktober aufgelaufen sind, dann waren das Größenordnung, ich suche die Zahl, hier, 30.000. Das findet man nicht allzu häufig bei wissenschaftlichen Veröffentlichungen und das zeigt, dass das eine ganz fundamentale Rolle gespielt hat, auch in der folgenden Zeit. Und die Idee werden wir gleich sehen. Und die Idee sozusagen benötigen wir vor allem, um Integrale zu lösen. Wenn man sich mal erinnert, wie rechne ich ein Integral aus? Eindimensionales Integral über diese Funktion von a nach b, dann würde ich diese blaue Funktion wahrscheinlich so berechnen, indem ich das Integral, also die Fläche unter dieser Funktion, diskretisiere mit irgendwelchen Stützstellen hier und dann die Funktionswerte hier wähle und dann nach Trapezregel diese Trapezflächen addiere. Und dann ist natürlich klar, wenn ich die Zahl dieser Stützstellen erhöhe, wird mein Ergebnis das exakte Integral immer besser annähern. Es gibt natürlich viel bessere Verfahren, das ist völlig klar, höhere Ordnungsverfahren, aber alle diese Verfahren sind fundamental anders als Monte Carlo. Monte Carlo hat die Idee, wir wählen keine festen Stützstellen, sondern wir wählen zufällige Stützstellen. Das kennen einige vielleicht sozusagen an diesem Beispiel, hier ist so ein Quadrat aufgezeichnet. Und die Frage ist also, wie kann ich die Fläche dieses Kreises ausrechnen mit einem Zufallsprozess oder anders gesagt, wie kann ich Pi berechnen durch einen solchen Zufallsprozess. Und die Standardidee ist einfach die, ich werfe jetzt in dieses Quadrat zufällig irgendwelche Punkte, diese blauen hier rein und völlig gleichmäßig verteilt über dieses Quadrat. Und zähle einfach die Häufigkeit oder die Wahrscheinlichkeit, mit der die Punkte innerhalb des Kreises landen, das sind die roten, und teile das durch die Gesamtzahl der Häufigkeiten, mit der sie in dem gesamten Quadrat landen. Und dann kriege ich also sowas wie Fläche des Kreises durch Fläche des Quadrats. Und wenn ich die Quadratfläche kenne, das ist dann sowas wie Länge hier zum Quadrat. Und die Kreisfläche ist dann sowas wie Seitenlänge Pi d Quadrat Viertel oder so, dann habe ich sofort Pi. Und das Interessante ist also, das ist ein reiner Zufallsprozess und das Verfahren ist ganz einfach. Das heißt, ich werfe sozusagen zufällig hier diese Punkte hier rein und wähle aus, entscheide, ob die innen oder außen liegen. Das heißt, ich habe eine ganz einfache Prozedur. Und das ist natürlich sozusagen der Trivialfall. Das wäre also ein zweidimensionales Integral jetzt hier. Und man kann das dann auch mathematisch aufschreiben, wie das Ganze jetzt abläuft, aber das braucht man vielleicht gar nicht zu sehen. Entscheidend ist, dass sozusagen tatsächlich ein solcher Zufallsprozess auch ein Integral berechnen kann. Und man kann auch mathematisch leicht zeigen, dass der Fehler, den wir damit machen, zusammenhängt mit der Standardabweichung in diesem Fall und dass der Fehler, den wir machen, wenn wir die Messung wiederholen mit einer Häufigkeit n, mit 1 durch Wurzel n kleiner wird. Das heißt, wir haben relativ gut kontrollierbaren Fehler, den wir durchaus auch reduzieren können, bis wir ein erträgliches Maß gefunden haben. So, jetzt muss ich aber noch zeigen, wie funktioniert das bei hochdimensionalen Integralen. Und hier gibt es ein einfaches Beispiel in dieser Tabelle. Wir berechnen jetzt die Fläche einer Kugel in unterschiedlichen Dimensionen. Das ist die Dimension m. 2, das wäre jetzt genau unser Kreis, den wir gerade angeschaut haben. Und hier ist aufgezeigt, vielleicht zunächst mal das Ergebnis. Der Kreis hätte also jetzt, wenn der Radius dieser Kugel 1 gewählt ist, dass die Fläche Pi, und das ist sozusagen der Anfang hier von Pi, und das Ergebnis, was ich jetzt mit Trapezregel erhalte, ist dieses. Und wir haben uns das beschränkt auf eine Genauigkeit von vielleicht 1% oder so, und hier geht es vor allem darum, die Zeit mal zu stoppen, die der Computer braucht, um dieses Verfahren zu realisieren. Wir sehen also jetzt für 2D ist das also jetzt hier vernachlässigbar, dann habe ich 10 auf minus 4 Sekunden oder welche Einheiten auch immer. Nächste Dimension ist bereits eine Größenordnung mehr, wieder eine Größenordnung mehr, das heißt, das wächst also sozusagen hier nach dem Potenzgesetz. Jetzt gucken wir uns das Monte Carlo Ergebnis an, das Ergebnis ist also vergleichbar gut und jetzt sehen wir, dass für eine zweidimensionale Kugel sozusagen wir sehr lange brauchen hier im Vergleich zu dem. Auch für eine dreidimensionale Kugel sind wir noch deutlich länger
Aber wenn man jetzt mal diese Liste jetzt hier verfolgt, dann sieht man, dass die Zeiten fast überhaupt nicht wachsen. Aus irgendeinem Grund ist also Monte Carlo unabhängig von der Dimensionalität des Integrals. Und das kann man sich auch vorstellen, ob ich jetzt hier Punkte in eine zweidimensionale Kugel reinwerfe oder in eine dreidimensionale oder in eine vierdimensionale, das ist vielleicht schwierig vorzustellen, aber dieser Prozess ist genauso gut realisierbar und in der Tat bestätigt sich das immer wieder, dass das ein unglaublich effizientes Verfahren bei hochkomplexierten, komplexen Problemen ist. Das ist also die Stärke von Monte Carlo und das, was ich vorher gezeigt hatte mit diesem zufälligen Werfen von Punkten, überall mit gleicher Häufigkeit, das lässt sich natürlich optimieren. Das ist natürlich fern vom Optimum. Wenn ich also zum Beispiel eine solche Funktion f habe, diese durchgezogene Linie, und ich integriere sie von a nach b, dann wäre es wahrscheinlich blöd, hier diese Punkte von a nach b gleich verteilt häufig zu werfen. Ich sollte dann sicherlich versuchen, möglichst viele Punkte in diesem inneren Bereich zu platzieren und wenig Punkte außen. Dann kann ich sicherlich die Effizienz gewaltig erhöhen. Das heißt, dieses p von x, die Wahrscheinlichkeit, mit der wir die Punkte, die Zufallspunkte verteilen, sollte unserem Integranten möglichst folgen, vielleicht den Betrag. Das ist sozusagen die Idee des Importance Sampling bei Monte Carlo, mit dem man diese Effizienz noch weiter steigern kann. Okay, jetzt zur Anwendung auf die Statistik. Wir hatten also gesehen, um solche statistischen Größen auszurechnen, haben wir also 100.000-fache dimensionale Integrale auszurechnen, um die Zustandssumme auszurechnen zum Beispiel. Aber das können wir ja jetzt. Und dann verfolgt also jetzt das Monte Carlo-Verfahren in der Statistik folgende Strategie. Wir suchen den Zustand x, bei dem unsere Wahrscheinlichkeit am größten ist, das heißt der Zustand minimaler Energie, aber nicht nur, weil hier ist mal ein Beispiel aufgezeichnet, wenn das jetzt die Energie als Funktion dieser Konfiguration ist, zum Beispiel der Koordinate eines Teilchens, dann wäre das der Zustand minimaler Energie, der Grundzustand zum Beispiel, aber da unser System ja eine endliche Temperatur hat, wird es ja in diesem Zustand nicht unbedingt sitzen bleiben. Das wird mit einer endlichen Wahrscheinlichkeit hier rumwackeln können, vielleicht auch mal drüber hüpfen können und das statistische Ergebnis wird dadurch zu bestimmen sein, dass wir jetzt die Wahrscheinlichkeiten und die Häufigkeiten des Verweilens in all diesen Punkten bestimmen. Das heißt, wir dürfen uns nicht darauf beschränken, sondern wir müssen einen Prozess organisieren, der uns in jeden Punkt des Zustandsraums führt, durch diese Pfeile angedeutet. Oder wenn ich jetzt zum Beispiel hier in 2D mir das vorstelle, das sind also jetzt n Teilchen mit ihren Positionen, dann würde also jetzt das Verfahren so aussehen, dass ich jedes einzelne Teilchen mal irgendwie verschiebe. Und das wäre ein neuer Zustand, das kann ich wieder messen, ist die Energie größer geworden oder kleiner geworden von hier nach hier. Und dann muss ich mir überlegen, was mache ich jetzt mit dem Prozess? Nehme ich diesen Schritt an oder nehme ich diesen Schritt nicht an und versuche was anderes? So, das ist sozusagen bereits die Grundidee und realisiert wurde das durch diesen bereits genannten Algorithmus von Metropolis. Und das kann man sich auch leicht vorstellen. Dieser Algorithmus sieht im Prinzip vor, dass wenn ich zum Beispiel hier oben bin und der neue Zustand eine tiefere Energie hat, dann gehe ich auf jeden Fall in diesen neuen Zustand. Aber ich will natürlich verhindern, dass ich jetzt hier kleben bleibe. Ich muss auch eine Möglichkeit haben, wenn der Schritt von hier nach hier zu einer höheren Energie führt, dass ich diesen Zustand, diesen Schritt auch annehme. Allerdings nicht unbedingt mit der Wahrscheinlichkeit 1. Und Metropolis hat gezeigt, dass man mit einer Wahrscheinlichkeit, die verknüpft ist mit den statistischen Wahrscheinlichkeiten in dieser Art und Weise, mehr oder weniger, dass die Akzeptanzwahrscheinlichkeit für den Schritt von x nach y, ich mache das immer, wenn meine Energie fällt und wenn meine Energie wächst, mache ich das mit einer bestimmten Wahrscheinlichkeit. Und hier sind jetzt noch ein paar Relationen aufgeschrieben, die jetzt diese Wahrscheinlichkeiten verknüpfen, von x nach y zu kommen oder von y nach x. Das muss ja irgendwie symmetrisch sein, wenn wir im thermodynamischen Gleichgewicht sind. Das ist detaillierte Bilanz. Und in der Simulation machen wir das in der Regel so, dass wir die Ausgangswahrscheinlichkeit verknüpfen mit einer Vorschlagswahrscheinlichkeit und einer Annahmewahrscheinlichkeit. Aber das sind jetzt Details, um einen solchen Prozess zu realisieren. Und dann sieht also das Monte Carlo-Verfahren so aus, dass wir also eine Sequenz von solchen Zuständen und solchen Prozessen durchführen. Wir gehen also vom Anfangszustand über neue Konfigurationen zum Endzustand. In jedem dieser Zustände machen wir eine Messung aller unserer Größen und mitteln dann natürlich über diese einzelne Realisierung, sodass wir sehr akkurate Daten bekommen, wenn wir nur häufig genug messen oder genügend viele Schritte durchführen.
Okay, so viel zur klassischen Statistik. Quantenmechanik ist etwas anderes, hat man schon gesehen. Wenn wir also jetzt überlegen, wie wir diese klassische Idee anwenden wollen auf Quantenteilchen, haben wir eine Reihe von Problemen. Unser Teilchen ist kein Punktteilchen mit irgendwelchen Koordinaten hier. Ne? Unser Teilchen ist irgendwie ausgedehnt. Punkt 1. Dann ist unsere Energie nicht einfach hier so eine Funktion aller Koordinaten, sondern die Energie, das hat man schon gesehen, ist ein Operator. Das heißt, jetzt hier irgendwie so eine Funktion auszuwerten mit Monte Carlo, das funktioniert nicht. Mathematisch ist das Ganze noch etwas komplizierter. Die Wahrscheinlichkeitsverteilung ist also jetzt durch einen Operator zu ersetzen. Aber das kennen wir schon lange aus der Quantenstatistik, dass dieser Operator hat eine ähnliche Form wie die kanonische Verteilung, die wir schon gesehen haben, nur dass jetzt hier die Energie als Operator in der Exponente steht und sie besteht aus kinetischer und potenzieller Energie, mindestens zum Beispiel. Und die Zustandssumme ist jetzt die Summe über alle Realisierungen, verknüpft mit einem solchen Operator, und das ist, bedeutet jetzt mathematisch, dass ich die Spur über diesen Operator auszuführen habe. In der Ortsdarstellung heißt das, dass ich jetzt über die Diagonalelemente dieser Matrix summieren oder integrieren muss. Die erst sind jetzt wie bisher die Koordinaten aller Teilchen. Das sind also auch wieder hochdimensionale Integrale. Und dann, wenn ich das ausgerechnet hätte, könnte ich den Erwartungswert von irgendeiner statistischen Größe ausrechnen durch eine solche Spur mit diesem Operator Rho, durch ein solches Integral über diese Größe. Mathematisch ist das klar. Das große Problem, das jetzt auftaucht, ist, wenn ich jetzt diesen Dichteoperator anschaue, mit diesen zwei Operatoren in der Exponente, dann sieht man relativ schnell, dass ich möchte das gerne als so ein Produkt von zwei Exponenten schreiben, aber das ist nicht gleich. Quantenmechanisch ist das ein großer Unterschied, ob ich zum Beispiel das schreibe oder das schreibe. Das heißt, ob ich die in einer anderen Reihenfolge schreibe, weil V und K nicht vertauschen und weil zum Beispiel K auf V wirkt, V differenzieren kann. Das heißt, die Frage steht dann, ja, wie kann ich das überhaupt ausrechnen? Und im Prinzip, im allgemeinen Fall haben wir keinerlei Lösung für dieses Problem. Und Feynman hatte die Idee, dass man dieses Quantenproblem loswerden kann, wenn man sich versucht, irgendwie anzunähern dem klassischen Problem. Und wann haben wir klassisches Verhalten? Klassisches Verhalten haben wir dann, wenn die Temperatur hoch ist. Und wie komme ich zu einer hohen Temperatur? Das heißt Beta klein. Ich muss dieses Beta irgendwie reduzieren. Und da kann man sich Folgendes vorstellen. Wenn ich zum Beispiel hier e hoch minus Beta h habe, dann kann ich das schreiben als zwei Exponenten mit dem jeweils halben Beta, das heißt der doppelten Temperatur. Ja, das heißt, das ist eine Identität. Jetzt mache ich das Ganze nicht zweimal, sondern p mal, dann kann ich diese Exponente schreiben durch p solche Faktoren von 0 bis p minus 1 bei einer jeweils p-fach höheren Temperatur. Ganz cleverer Trick, der uns sozusagen zu einer p-fach höheren Temperatur führt, die im Idealfall bereits nicht mehr quantenmechanisch, sondern klassisch dominiert ist. Und dann können wir dieses klassische Verhalten dieser Hochtemperaturfaktoren ausnutzen und die berechnen. So, das setze ich jetzt ein, diese Idee, das setze ich jetzt ein in diese Ortsdarstellung, wo ich jetzt diese Koordinaten habe mit diesem Integral. Dieses Rho wird also jetzt ersetzt durch ein Produkt von diesen p-Faktoren. Und dann lehrt uns die Quantenmechanik, wie ich das dann zu machen habe. Das sieht dann so aus, dass ich jetzt von einer Koordinate R0 zu einer neuen Koordinate gehen muss. Das ist ein Einheitsoperator hier von dieser Koordinate R1. Geht der zweite Faktor zur nächsten Koordinate R2 und der letzte Faktor geht von P-1 bis R0 wieder zurück. Wichtig ist, dass der Anfangs- und der Endzustand gleich sind, weil wir ja die Spur ausrechnen. Ja, das ist im Prinzip schon die Idee, aber Sie sehen, dass wir jetzt zusätzlich zu diesem 3n-dimensionalen Integral noch einen Faktor P hinzubekommen. Das heißt, wir haben jetzt ein 3n mal P-dimensionales Integral. Aber Monte Carlo ist das egal. Ne? Okay, soviel zur Idee. Hier ist das mal als Beispiel gezeichnet. Hier ist für zwei Teilchen als Funktion der Koordinate und als Funktion dieser Faktoren. Das heißt, hier laufen die Faktoren vom ersten bis zum letzten mal die Sequenz dieser Punkte angegeben. Erster Punkt, zweiter Punkt und so weiter. Der erste und der letzte sind wieder gleich. Das heißt, unser Teilchen, unser erstes Teilchen wird also aus einem Punkt auf einmal dargestellt, anstelle eines Punktes durch einen solchen Spaghetti oder ein solches Polymer. Ne? Und das ist das zweite Teilchen. Und in jedem Punkt haben wir quasi eine p-fach höhere Temperatur, aber unser Teilchen ist alles zusammen.
Wenn ich jetzt eine zweite Koordinate hinzunehme, dann sieht das so aus, dieses ist ein Teilchen und dieses ist das andere. Und die Monte-Carlo-Prozedur sieht also jetzt so aus, naja, das ist ja erstmal ein zufälliger Pfad. Ich muss über alle möglichen Pfade summieren, das heißt über diese Ausbeulung, diese Form muss ich letztlich mitteln und dann erhalte ich diese runden Elektronen, die wir am Anfang gesehen haben, in diesem Kristall. Das heißt, das ist dann bereits das Ergebnis dieser Mittelung. Und hier ist das jetzt nochmal in dieser Animation gezeigt. Wir haben also jetzt hier wieder drei Teilchen. Das sind also jetzt diese P-Faktoren und die Monte-Carlo-Prozedur verschiebt also jetzt unsere einzelnen Teilchen. Das heißt, sie verschiebt jedes dieser Zwischenkoordinaten und letztlich haben wir damit das erreicht, was Feynman eingeführt hat als Feynmannsche Quantenmechanik. Das ist das Feynmannsche Pfadintegral. Das ist eine völlig andere Darstellung, als man das üblicherweise gewohnt ist. Das hat er in den 50er Jahren eingeführt und das haben nicht allzu viele Leute verwendet, aber für die Computerdarstellung hat sich das als unschlagbar erwiesen für solche Probleme. Das heißt, wir realisieren solche Pfade, wir optimieren diese Pfade und machen jetzt eine Statistik, wo wir nicht nur die Teilchen bewegen, sondern wo wir auch diese einzelnen Zwischenzustände, Zwischenkoordinaten bewegen und optimieren. Das heißt, die Monte-Carlo-Prozedur ist jetzt quasi sowas wie eine Monte-Carlo-Prozedur von klassischen Ringpolymeren, die also hier noch geschlossen sind. So, und damit können wir in der Tat heute sowas wie 10.000 Teilchen exakt lösen. Das ist durchaus bemerkenswert und das ist eigentlich jetzt nur eine Frage der Computertechnik, hier weiterzugehen. Das große Aber ist, dass das leider noch nicht Quantenmechanik ist von Vielteilchensystemen. Hier fehlt noch was ganz Entscheidendes und dieses ganz Entscheidende ist die Ununterscheidbarkeit der Teilchen, nämlich die Spinstatistik, die natürlich immer zu berücksichtigen ist. Das heißt, hier ist jetzt, wenn ich nochmal zurückgehe, noch nicht berücksichtigt, dass ich jetzt das Ergebnis ja zum Beispiel nicht ändern sollte, wenn ich dieses Teilchen durch dieses austausche. Wenn ich dieses durch dieses austausche, dann wissen wir aus der Quantentheorie, dann gibt es genau zwei Möglichkeiten. Wenn ich zwei Teilchen austausche, dann kann entweder die Wellenfunktion oder die Dichtematrix invariant bleiben oder sie kann das Vorzeichen wechseln. Diese beiden Fälle gibt es. Die Messgrößen sind dadurch nicht beeinflusst. So, wenn die Funktion symmetrisch ist, dann haben wir den Fall von Boson, das ist also ein Typ von Quantenteilchen. Und wenn sie nicht symmetrisch ist, antisymmetrisch ist, dann haben wir Fermionen. Und die unterscheiden sich durch einen ganzzahligen Spin bzw. einen halbzahligen Spin. Und dieser kleine Unterschied führt zu völlig unterschiedlichen makroskopischen Verhalten. In diesem Fall haben wir sowas wie hier gezeigt ist, das ist ein Bose-Einstein-Kondensat. Hier sind ganz viele, einige hunderttausend Teilchen in der Falle eingefangen bei unterschiedlichen Temperaturen. Und hier sieht man, dass ganz viele Teilchen quasi im Zentrum dieser Falle sitzen. Das ist Bose-Kondensation. Wenn ich das mit Fermi-Teilchen machen würde, dann könnte ich sozusagen in das Zentrum der Falle gerade mal zwei Teilchen reinpacken. Alle anderen, das dritte Teilchen würde bereits abgestoßen werden von diesem Punkt aufgrund des sogenannten Pauli-Prinzips. Das würde nach außen gedrückt werden und das Ganze würde eher so aussehen. Das ist sozusagen dieser minimale Unterschied dieser Symmetrie der Wellenfunktionen führt zu gigantischen Unterschieden im makroskopischen Verhalten. Magnetismus ist ein Beispiel für das typische Verhalten von Fermionen. Anderes Beispiel sieht man hier. Hier ist eine Anwendung auf einen ganz kompakten Stern. Das ist ein weißer Zwerg. Unsere Sonne wird in 3 Milliarden Jahren wahrscheinlich auch mal so enden. Das ist ziemlich traurig, aber nicht zu ändern. Sehr dichtes System, hat ungefähr den Radius der Erde, aber nicht die Masse der Erde, sondern die Masse der Sonne. Das heißt, die Dichte ist etwa 1 Million Mal so groß. Und da können Sie sich ja vorstellen, dass bei dieser Dichte sich die Teilchen so nahe kommen, dass wahrscheinlich Quanteneffekte wichtig sind. Und in der Tat haben wir jetzt hier im Kern, erwarten wir einen Kern aus Atomkernen von Kohlenstoff und Sauerstoff, die nahezu noch klassisch sind, aber die Elektronen sind extrem entartet, durchdringen einander. So, hier haben wir natürlich ganz starke Gravitation in diesem System, das heißt, dieses System zieht sich durch diese Gravitation extrem an und ist eigentlich bestrebt zu kollabieren im Zentrum. Wir wissen aber, dass das nicht passiert und der einzige Grund, dass das nicht passiert, ist, dass bei dieser Kompression muss es irgendeinen Druck geben, der dieser Kompression entgegenwirkt und das ist genau dieser Druck der Fermionen, die aufgrund des Pauli-Prinzips nicht im selben Zustand, insbesondere nicht im Zentrum, alle sitzen können. Der verhindert das, dass das Ganze kollabiert. Das ist ein Neutronenstern, da ist die Dichte nochmal etwas größer. Wir haben hier etwa 10 hoch 39 Teilchen. Das ist so ähnlich wie dieses Quark-Luon-Plasma. Und auch hier gilt natürlich alles das, was ich über die Fermionen gesagt habe. So, ja, was machen wir jetzt mit dieser Antisymmetrie?
Das ist also jetzt ein großes Problem. Wir müssen also jetzt alle Ergebnisse, die wir vorher hatten, noch zusätzlich antisymmetrisieren. Das bedeutet mathematisch, ich muss anstelle der Zustandssumme, die ich hatte, mit dieser Spur über den Dichteoperator alle möglichen Vertauschungen meiner Teilchen berücksichtigen. Bei zwei Teilchen habe ich zwei Vertauschungen, bei drei Teilchen sind das drei Fakultät, sechs Vertauschungen, die ich durchführen kann, und bei n Teilchen n Fakultät. Das heißt, ich habe hier nochmal einen gigantischen zusätzlichen Overhead, den ich ausführen muss. Was aber viel schlimmer ist, bei den Fermionen zum Beispiel, ist, dass bei der Vertauschung von zwei Teilchen ändert sich das Vorzeichen dieser Summanden. Das heißt, das Vorzeichen dieses Gewichtes sozusagen ist mal positiv und mal negativ. Und das ist natürlich nicht gut, wenn man sowas aufsummieren will. Ja? Für Boson ist das kein Problem. Boson können wir im Prinzip gut rechnen, weil alle Terme positiv sind. Die Frage ist, was macht man jetzt überhaupt in Monte Carlo mit einem negativen Gewicht? Okay, Moment, wollen wir mal zurückgehen. Hier sieht man das Beispiel mit diesem Austausch. Das war sozusagen der bisherige Fall. Und wenn sich jetzt zwei Teilchen austauschen, dann sieht man, dass dieses eine Teilchen von dieser Koordinate jetzt nicht wieder zu der Anfangskoordinate zurückkehrt, sondern zur Endkoordinate des ursprünglich zweiten Teilchens. Und dieses Teilchen geht hier rüber. Das heißt, genau genommen, in der 2D-Ebene sehe ich, dass ich anstelle von zwei geschlossenen Kreisen jetzt einen solchen doppelten Kreis habe, der doppelten Länge. Und dieses ist ein Teilchenpaar sozusagen. Und die sind ununterscheidbar. So, das ist also das praktische Problem für reale Fermionen oder Bosonen. Ja, und das große Problem jetzt mit der Realisierung einer Monte-Carlo-Prozedur ist, ich brauche natürlich positive Gewichte. Und das Einzige, was man jetzt tun kann, oder das Einzige, was den Leuten bisher eingefallen ist, ist, dass man dann den Betrag nimmt von diesem Gewicht. Und das Vorzeichen muss ich jetzt irgendwo anders unterbringen. Und wenn ich den Erwartungswert ausrechne, mit wem muss ich das ausrechnen, muss ich das Vorzeichen hier mit reinstecken in den Erwartungswert. Ich bilde jetzt den Erwartungswert, den gestrichenen, mit dem Betrag von W, muss dafür die Observable durch das Vorzeichen ergänzen. Und dann muss ich hier noch die Normierung kompensieren durch das Vorzeichen, das mittlere Vorzeichen in meiner Monte-Carlo-Prozedur. Und hier kommen wir auf eine weitere Katastrophe. Man findet jetzt, dass diese Art von Simulation ebenfalls exponentiell ineffizient werden, wenn die Teilchenzahl wächst. Hier ist wieder die Varianz aufgezeichnet. Das wächst exponentiell mit der Teilchenzahl, mit der inversen Temperatur und, na gut, hier stehen die Monte-Carlo-Schritte. Wenn ich also jetzt hier Simulationen durchführen will, dann hätte ich im Idealfall ein Vorzeichen von 1. Das ist jetzt hier gezeigt, 10 hoch 0 wäre ungefähr 1. Wenn das Vorzeichen aber jetzt hier exponentiell fällt, wie man das hier sieht, als Funktion inversen Temperatur, dann erreiche ich schnell sowas wie 10 hoch minus 3 und dann bin ich eigentlich schon am Ende. Mehr ist effizient jetzt nicht zu machen und ich kann die Teilchenzahl hier gewaltig erhöhen, aber gegen diese exponentielle Wand komme ich nicht wirklich an. Das ist ein fundamentales Problem und jetzt gibt es unterschiedliche Lösungen. Eine geht zurück auf David Zeppeli. Der hat folgende Idee gehabt. Wenn meine Dichtematrix irgendwo hier in der Ebene das Vorzeichen wechselt, hier ist sie positiv, hier ist sie negativ, dann wäre es doch vielleicht überlegenswert, vielleicht finde ich diese Stelle, wo diese Nullstelle ist. Das heißt, finde ich diese Knotenfläche der Dichtematrix. Wenn ich sie irgendwie berechnen kann oder annähern kann, dann beschränke ich mich vielleicht auf den positiven Bereich und untersuche mal, wie das Gesamtergebnis in irgendwelchen Modellfällen mit dem exakten Ergebnis übereinstimmt. Und er hat also eine Methode entwickelt, die sozusagen näherungsweise diese Nullstellen berechnet und dann nur noch im positiven Sektor sozusagen rechnet. Das ist die Fixed Node Approximation. Das Problem ist natürlich, dass man diese Knotenflächen in Wirklichkeit nicht kennt oder nur in Einzelfällen. Und dennoch hat sich das etabliert als die zentrale Methode. Allerdings wissen wir natürlich nicht, wie groß dieser Fehler ist. Man kann behaupten, dass dieser Fehler klein ist, aber keiner kann es testen. Okay, das hat uns nicht so richtig zufriedengestellt. Wir machen es anders. Wir versuchen also jetzt hier ohne zusätzliche Näherung vorwärts zu gehen. Und wenn ich also jetzt nochmal die dichte Temperaturebene zeige, hier mit dieser blauen Linie, wo das Ganze klassisch war, und hier Quantenmechanik, dann macht ihr das normale Pfadintegral, wie ich das gesagt hatte. Wenn wir also jetzt hier was quantenmechanisch ausrechnen wollen, war die Idee, wir führen das Ganze zurück auf klassische Systeme, indem wir viele Faktoren hier einführen. Allerdings kommen wir damit aufgrund des Vorzeichenproblems nicht allzu weit. Unsere Idee war jetzt zu sagen, okay, hier führe ich das zurück auf ein klassisches System. Es gibt da noch einen anderen Grenzfall, den ich kenne, nämlich es gibt das hochentartete quantenmechanische ideale Gas. Wenn wir mal von diesem Grenzfall anfangen, dann
ist das auch möglich. Das nennen wir Konfigurationspfadintegral Monte Carlo. Da arbeiten wir im Fockraum und kennen sozusagen diesen Fall exakt und arbeiten uns dann mit Faktoren sozusagen in diese andere Richtung. Das ist unser C-PIMP-Verfahren, mit dem wir durchaus in den letzten Jahren ganz erfolgreich vorwärts gekommen sind und Sachen machen können, die man mit dem anderen Verfahren nicht kann. Das hat vor allem Tim bei uns jetzt hier entwickelt. Und dann gab es aber jetzt noch eine zweite Idee von Tobias, der jetzt dieses Standardverfahren ohne die Fixed Nodes noch weiter verbessert hat, sodass wir jetzt auch von dieser Seite jetzt hier noch deutlich besser und weiter in den Quantenbereich vordringen können. Das Ganze ist ganz witzigerweise komplementär. Hier ist es wieder so ein typischer Parameter, von dem unser System abhängt. Und hier ist das Vorzeichen geplottet für zwei Verfahren. Von rechts kommt ist es das normale Quanten-Monte Carlo. Da sieht man also jetzt hier diesen exponentiellen Abfall, zum Beispiel diese Kurve. Das ist jetzt für 20 Teilchen. Das heißt, hier kann ich gerade noch rechnen und hier ist Schluss. Mit dem C-PIMP-Verfahren kommen wir genau von der anderen Seite. Da können wir also jetzt hier die rote Kurve hier perfekt rechnen, wo ich nie hinkomme von hier. Allerdings habe ich jetzt ja auch hier wieder das fermionische Vorzeichenproblem und das Vorzeichen fällt hier exponentiell sofort ab. Das heißt, ich habe hier sozusagen eine Lücke in diesem System. Hängt von der Teilchenzahl ein bisschen ab, für größere Teilchen wird diese Lücke größer. Und mit diesem neuen Verfahren, mit diesem Permutation Blocking PIMP, kommen wir sozusagen hier durchaus in einen Bereich, wo man gerade noch rechnen kann mit einem Vorzeichen, 10 nach minus 3, der jetzt hier für einen ganzen Temperaturbereich durchaus alle Parameter abdecken kann. Das heißt, unsere Idee war jetzt, dass wir beide Verfahren kombinieren. Und hier ist es nochmal zum Abschluss ein Ergebnis für das Elektronengas, was eine ganz wichtige Rolle spielt in der Materialforschung, in der Festkörperphysik auch, weil das ein Input ist für die zentralen Simulationen, Dichtefunktionaltheorie. Und die brauchen vor allem akkurate Daten für die Wechselwirkungsenergie oder quantenmechanisch die Austauschkorrelationsenergie. Und das ist jetzt hier mal geplottet als Funktion des Dichteparameters. Das ist also 1 durch die Dichte, dritte Wurzel. Das heißt, die Dichte wächst in diese Richtung. Und das sind die bisherigen Daten von Zeppelin und Arbeitsgruppe. Und man sieht, dass die hier relativ gut funktionieren bei niedrigen Dichten und dann relativ große Fehler aufweisen. Aber dennoch ist man bisher davon ausgegangen, dass das alles stimmt. Und jetzt mit unseren C-PIMP-Daten konnten wir sozusagen in dem Bereich rechnen, wo das gar nicht ging. Und wir sind mit einigen Kniffs sozusagen durchaus hier bis zu diesem Wert gekommen. Und unsere Fehlerbalken kann man hier fast gar nicht sehen. Wir können also jetzt mit Sicherheit sagen, dass diese Daten richtig schlecht sind. Und, aber leider kommen wir auch hier nicht weiter. Und dann kam sozusagen das Verfahren von Tobias, unser Permutation Blocking PIMP, selbes System. Hier ist nochmal das Vorzeichen in den normalen Monte Carlo Simulationen, das sozusagen bei den niedrigen Dichten, großen RS-Werten sehr schnell abfällt. Und das Verfahren von Tobias konvergiert hier gegen ein relativ großes Vorzeichen, sodass wir jetzt zwei Methoden haben, diese und diese, die sich gut überdecken. Und das ist jetzt hier nochmal gezeigt, beide Verfahren kombiniert für unterschiedliche Temperaturen. Das brauchen Sie jetzt im Detail nicht sich anzuschauen, aber wir sehen, dass wir jetzt hier im Prinzip durchgängige Kurven für diese zentrale Größe, die Austauschkorrelationsenergie haben, von hohen Temperaturen, 8-mal die Fermi-Energie, bis hin zu relativ niedrigen Temperaturen, halbe Fermi-Energie. Hier tut sich jetzt gerade eine Lücke auf, wo es nicht mehr geht. Und, aber bis dahin haben wir im Prinzip jetzt durch Kombination von zwei Methoden, die komplementär sind, die Möglichkeit, dieses verflixte Vorzeichenproblem irgendwie auszutricksen. Okay, damit habe ich den Abschluss erreicht. Ich habe versucht, Ihnen zu verdeutlichen, dass Computational Physics eine wichtige Sache ist. Wir machen damit also eine ganze Menge spannender Rechnungen, die sich an den Grundgleichungen der Physik orientieren. Bei Quantenvielteilchensystemen ist das durchaus schwierig, wegen des exponentiellen Verhaltens mit der Teilchenzahl. Für klassische, für statistische Probleme im Gleichgewicht können wir mit Methoden der Statistik hier diese Probleme häufig umgehen. Das beruht auf Monte-Carlo-Verfahren, wo wir also viele Probleme auf hochdimensionale Integrale zurückführen können, für die Monte-Carlo perfekt geeignet ist. Wir erreichen eigentlich eine unschlagbare Effizienz mit diesen Verfahren, insbesondere für Bosonen, wo alle Beiträge zu dieser Zustandssumme positiv sind. Für die Fermionen haben wir diesen Vorzeichenwechsel, das führt wiederum auf ein exponentielles Verhalten, exponentielles Verlust von Genauigkeit in den Simulationen. Und das ist ein hartes Problem, das heißt, das lässt sich nicht lösen, aber es lässt sich eventuell umgehen
durch den Trick, dass man sozusagen zwei komplementäre Verfahren verknüpft, die in unterschiedlichen Teilen des Parameterraums funktionieren und sich hoffentlich überlappen. Ja, das war's. Ich bedanke mich. So, wenn es noch Fragen gibt, dann antworte ich gern. Ja. Ich habe eine Frage. Was passiert, wenn Sie keine echten Zufallszahlen im orbitalen Verfahren haben, sondern Pseudo-Zufallszahlen? Ich kann ja auch wenn Sie keine echten Zufallszahlen generieren, sondern irgendwie algorithmisch quasi Zufallszahlen. Hat das einen Einfluss oder kann man das analysieren? Ich weiß nicht, ob dann irgendwelche statistischen Aussagen so ein Schlag. Ich gebe die Frage mal weiter. Was verwendet ihr typischerweise? Also wenn man die gleichen Zufallszahlen verwendet, zum Beispiel den eingebauten Randzufallszahlen, ja. Dann erhält man falsche Ergebnisse unter Umständen. Also man muss halt Zufallszahlen mit einer genügend hohen Qualität nehmen, wie zum Beispiel den Ja, es gab schon dubiose Fehler, die man lange gesucht haben und die einfach auf solchen Sachen basiert haben. Ne? Okay, noch Wünsche? Das ist auch gut, dann brauchen wir das nicht weiter auszudehnen. Dann darf ich den nächsten Vortrag ankündigen. Das wird also sein, in einer Woche wird Herr Srivastav sprechen über Big Data Probleme. Ja? Das war's, ich bedanke mich.